So, meine lieben Freunde, es geht wieder los. Der nächste, beziehungsweise der letzte Display von Clash der Rebellen, beziehungsweise Rebel Clash auf Englisch halt, ne? Zwei haben wir schon aufgemacht, drei hatte ich gekauft, das ist jetzt also der dritte. Wir legen los. Wir fangen direkt an, ich packe das Ding hier jetzt sofort aus und dann machen wir die ersten Boosters schon direkt auf, ne? So, meine lieben Freunde, ihr wisst Bescheid. Mittwochs immer um 16 Uhr Yu-Gi-Oh! Karten aufmachen und sonntags um 16 Uhr machen wir Pokémon-Karten auf. Also immer einschalten, dabei sein, live auf Twitch. Ansonsten, wenn ihr es nicht könnt und verpasst, wird es dann natürlich immer im Nachhinein nochmal auf YouTube hochgeladen und das auch in zusammengeschnittener Version. So, ich habe auch eine andere Kamera heute am Start und zwar hatte ich die ganze Zeit die GoPro benutzt. Jetzt habe ich mal die Logitech dran gemacht, habe den Autofokus rausgenommen. Mit der Logitech kann ich irgendwie ein bisschen näher rangehen, da ist das ein bisschen schärfer. Ich gucke mir mal das Ergebnis an und entscheide dann, welche ich in Zukunft benutze. Aber mal eine andere Kamera ausprobieren und einfach mal schauen, wie das so ist mit der jetzt. Wir fangen mit dem ersten Booster an und natürlich fangen wir wieder mit dem Booster an, der vorne rechts ist. Ihr wisst Bescheid, wir müssen gucken, ob die Theorie stimmt, dass vorne rechts immer eine hohe Karte drin ist. So, wir fangen an mit dem ersten Booster. Let's go! Dann haben wir Luxio, Dracolak, Dranquil, Koffing, Impidimp, Shinx, Zendigast, Rolikoli. Dann haben wir Kappa, Sios Bucket als Reverse. Und wir haben Credent als Non-Holo. Ja, also war doch keine hohe Karte drinne dieses Mal. Weiter geht's mit dem zweiten. Wir legen direkt los. Karkol, Beware, Skylar, Arokuda, Stuffel, Lotad, Growlithe, Rolikoli, Trevenant als Reverse und Perserker als Non-Holo. So, dritter Booster. Wir hoffen natürlich auf eine Secret Rare. Mal schauen, was wir bekommen. Da haben wir einmal Metapod, Burning Scarf, Oleana, Dreepy, Magma, Yamask, Surskit, Stuffel, Lampent und Butterfree als Non-Holo. So, nächster Booster. Es geht weiter. Sonja, Masquerain, Hatrim, Porenta, Scovet, Mr. Meme, Raupi, Barbotsch, Morgrim. Und da haben wir eine Ultra Rare. Und zwar Dragapult. 14 Euro. So, nächster Booster. Horluncha, Indeedee, Chayabug, Litwick, Corsola, Bianca, Scyther, Wallaby. Dann haben wir Scovovet als Reverse, schon mal gut. Und wir haben... Oh, oh, oh! Oh! Wir haben eine Secret Rare, Jungs! Let's go! Secret Rare ist am Start! Jawohl, Alter! So, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob hier noch eine Secret Rare drin sein kann in dem Booster. Aber die haben wir jetzt relativ früh gezogen. Let's go mit dem nächsten Booster. Chayabug, Skuntank, Full Heal, Uplin, Darumaka, Bunnelby, Vulpix, Phantump, Full Heal als Reverse und Seismitoad als Non-Holo. So, meine lieben Freunde, wir machen weiter. Nächster Booster. Dann Milo, Turfield Stadium, Lombre, Uplin, Timepole, Trubbish, Helioptile, Honche, Wingull als Reverse und Diggersby als Non-Holo. Nächster Booster, Wasserenergie, Palpitoad, Scoop Up Net, Chatot, Nosepass, Wingull, Phantump, Bronzor, Toxel, dann Rolikoli als Reverse und Toxtricity als Ultra Rare, meine lieben Freunde.
2,75 Euro. So, nächster Booster. Dann Speed Energy, Pelipper, Palo Sand, Grubbin, Wingull, Natu, Barboarach, Squawvet. Dann haben wir Sigilyph als Reverse und Droxtricity als Non-Holo. So, nächste Karte. Drankrill, Medicham, Morgrem, Sandygast, Rolycoly, Stunky, Clefairy, Fairy, Voltorb. Dann haben wir Probopass als Reverse und Abomasno als Non-Holo. So, nächster Booster. Lampent, Medicham, Beware, Uplin, Hatena, Carpador, Meditite, Stunky, Beware nochmal als Reverse und da haben wir Galar, Weezing als Holo. So, nächster Booster. Dann Karkol, Heatmore, Xatu, Surskit, Stoffel, Koffing, Impidimp, Shinx, Falinx als Reverse und Barbarackle als Non-Holo. So, nächster Booster. Beware, Palossand, Training Cord, Raupi, Corsola, Litwick, Shinx, Rolycoly, Shuckle als Reverse und Ultra Rare. Copperaya als VMAX Ultra Rare. Sehr schön. Haben wir nochmal. Oh, Digga. Das ist ein guter Display, habe ich das Gefühl, ne? Wir haben nicht mal die Hälfte bisher. 4,50 Euro. So, nächster Booster. Metapod, Toolscrapper, Dreckige Dan, Scyther, Woolibye, Dreepy, Magma, Yamask, Lotad als Reverse und Stonjoner als Holo Rare. Nächster Booster, let's go. Dann haben wir Scorbunny, Heracross, Electrode, Darumaka, Vulpix, Milkery, Porenta, Galamuth, Galamauzi, dann Woolibye. Dann haben wir noch Relaxo als Non-Holo. Dann Lampent, Galamine, Bronzong, Helioptile, Honditch, Litwick, Corsola, Binnacle. Dann haben wir Xatu als Reverse und Fuakani als Non-Holo. Horror Energy, Heatmore, Morpeko, Voltorb, Growlithe, Dreepy, Snova, Binnacle, Magma als Reverse und Ultra Rare, Malama als Ultra Rare. 1,25 Euro. So, nächste Display. Capture Energy, Chatot, Dracloak, Barborch, Squawvet, Uplin, Timepole, Trubbish, dann haben wir Garados als Reverse und Electivire als Non-Holo. Monkey D. Last, dankeschön für dein Follow. So, die erste Hälfte Booster haben wir geschafft. Let's go mit der zweiten Hälfte des Displays. Den Anfang macht Safcone, Toolscrapper, der dreckige Dan, Vulpix, Koffing, Shinx, Galaya Mask, Uplin, dann Reverse Core Sola und Babam Runerigus. Speed Energy, Safcone, Heliolisk, Snova, Pidoof, Darumaka, Hatena, Scyther. Dann als Reverse haben wir Milo und eine Ultra Rare, sehr schön, VMAX.
Toxtricity als Ultra Rare und VMAX Karte. Oh, sehr schön. 8 Euro. Jawohl. Nächster Booster. Lampent, Galarmine, Bronzong, Drubbish, Pidoof, Elioptile, Voltorb, Sandygast, Pokéball als Reverse und Magmortar als Non-Holo. Ich finde den mega geil. Den hätte ich gerne als Holo. Den will ich als Holo, Mann. Der sieht aus wie so, so richtiger Predator Magma-Version, Alter. Als hätte so ein Predator mit Magma Fusion gemacht. Medicham, Pokéball, Pelipper, Timepole, Wullaby, Corsola, Toxel, Mr. Meme, Dragapult als Reverse und Digga, schon wieder die nächste. Und das ist nochmal Dragapult und zwar als V-Karte. 5,45 Euro. Capture Energy, Chatot, Dracloak, Magma, Electabuzz, Squawvet, Snova, Natu. Oh, als Reverse habe ich ihn jetzt schon mal. Magmortar und dann kriegen wir noch Stonjona als. Ach, den habe ich schon wieder als Holo. Nächster Booster. Lampent, Horlucha, Morgrem, Bunnelby, Phantump, Drippy, Porenta, Honnitch, Galar, Darmanitan und Ludicolo als Non-Holo. So, nächster Booster. Cursed Shovel, Phalanx, Palpitoad, Lotad, Electabuzz, Butz, Natu, Honche, Impidimp, Darumaka und Zacian als Non-Holo. Nächster Booster. Karkul, Hatrem, Pokéball, Carpador, Meditite, Milkery, Growlithe, Impidimp, Phalanx als Reverse und Darmanitan als Non-Holo. Nächster Booster. Dublade, Glombre, Hatrem, Lotad, Growlithe, Rolycoly, Meditite, Grubbin, dann Mandibuzz als Reverse und Vikavolt als Holo. Sehr schön. Heracross, Bucket, Turfield Stadium, Uplin, Hatena, Arokuda, Galar, Muse, Surskit, dann Snova als Reverse und Trevenant als Non-Holo. Luxio, Dracloak, Bronzong, Meditite, Grubbin, Electabuzz, Natu, Honnitch, Uplin als Reverse und Kursola als Holo. Sonia, Pelipper, Bronzong, Stunky, Clefairy, Voltorb, Nosepass, Wingull, dann Wullaby als Reverse und Baraskivda als Non-Holo. So, nächster Booster. Milo, Schuckel, Luxio, Impidimp, Magma, Electabuzz, Squawvet, Snova, Chatot als Reverse und Abomasno als Non-Holo. Nugget, Skuntank, Morpeko. Oh, jetzt habe ich zu viel genommen. Phantump, Bronzor, Toxel, Applin, Galar, Darumaka, dann Sichlor als Reverse und Robopass als Non-Holo. So, nächster Booster. Durant, Palossand, Oleana, Natu, Drobisch, Pidoof, Elioptile, Voltorb, Koffing und Milotic als Reverse. Als Ultra Rare. 3 Euro. So, die letzten drei Booster. Nächster, let's go. Bucket, Horror Energy,
Palpitoad, Manabai, Vulpix, Phantump, Borrenta, Squawet, Binnacle als Reverse und Chandelure als Holo. So, vorletzter Booster. Twin Energy, Heliolisk, Duplate, Duoblade, dann Sandygast, Vulpix, Koffing, Shinx, Yamask, dann Reverse, Galaporenta und Whiscash, Non-Holo. So, kommen wir zum letzten Booster. Let's go, hoffen wir, dass noch mal was Geiles drin ist. Morgrem, Full Heal, Training Court, Mr. Mime, Raupi, Barboach, Arokuda, Stuffel, dann Karkol als Reverse und Zapdiggerspy als Non-Holo. So, meine lieben Freunde, das war's mit den Karten. Wir haben alle 36 durch. Wir machen hier nochmal im Schnelldurchlauf die Holo-Rares. Waren heute nicht so viele dabei. Und eine sogar doppelt. Hier den Stonjuana. Und waren nicht so viele. Aber ich fand eigentlich, die erste Hälfte war gut mit Ultra-Rares. Die schauen wir uns jetzt nochmal an. So, bei Ultra-Rares haben wir hier einmal Milotic. Dann haben wir Malamar. Dann haben wir Dragapult. Und noch einmal Troxtricity. Dann nochmal Dragapult, aber eine andere Version, eine andere Ultra Rare. Dann haben wir nochmal Troxtricity, aber als V-Max-Karte. Dann haben wir den Corperaya als V-Max aufgezogen. Auch sehr schön. Und last but not least, Brosmos als Secret Rare. Sehr schön. Heute war eine dabei, meine lieben Freunde. Ja, das war's mit den ganzen Karten. Wir sind durch. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, beziehungsweise wir sehen uns im nächsten Video. Immer dran denken, mittwochs 16 Uhr Yu-Gi-Oh! Karten aufmachen und sonntags um 16 Uhr machen wir Pokémon-Karten auf, live im Livestream auf Twitch TV. Schaltet ein, ansonsten, wenn ihr es verpasst, kommt das Video immer wieder auf YouTube hochgeladen in zusammengeschnittener Version. Kuss geht raus. Wir sehen uns beim nächsten Mal.